Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen heute zum Thema The Home of the Future Einblicke dahin geben aus der Sicht der Human-Computer-Interaction, wie wir uns, wie ich mir das Haus der Zukunft vorstelle. Kurz zur Übersicht des Vortrages. Zunächst möchte ich Ihnen den aktuellen Status Smart Home vorstellen. Hier sehen Sie eine Einschränkung. Der Fokus in meiner Forschung bezieht sich auf sogenannte COTS, Consumer of the Shelf, Smart Home Systeme, weil auch die im Zusammenhang mit Themen wie Bevölkerungsüberalterung und sonstigen Dingen forschungsthematisch zum Thema Usability passen. Ich werde dann gleich auch noch auf einige konkrete Beispiele kommen, warum ich mich auf diesen Bereich spezialisiert habe. Die Frage dann: Was unterscheidet ein Smart Home von einem Wise Home, einem Haus, das Weisheit vermittelt, das weise agiert? Möchte dann über einige Bereiche im Smart Home Research, in der Smart Home Forschung einige Informationen geben und meine bzw. unsere Beiträge zu diesen Forschungsbereichen. Schließlich mit einer Abrundung, einer Konklusion und einem Ausblick auf weitere Forschungsaktivitäten. Smart Home der Gegenwart sieht folgendermaßen aus. Hier haben Sie ein Live-Bild von einem Smartphone, das Smart Home, das sich irgendwo in Kärnten befindet. Und Sie stellen sich jetzt vor, ich habe festgestellt, die Sonne ist weg. Ich würde jetzt hier gerne die Rollos nach oben fahren. Und natürlich habe ich nicht nur ein Smart Home, sondern auch ein Smartphone. Und das mache ich jetzt mal. Ich sage, die Rollos sind auf, beachten Sie die Bildmitte, das obere Rollo. Das sollte dann jetzt hochfahren. Ja, jetzt sieht man es. Das ist der Status eines aktuellen Consumer of the Shelf Smart Homes. Basierend auf Komponenten, die man so in Versandhandel oder im Billigpreissegment bekommt, sieht ja relativ einfach aus, kann man dazu sagen, vorweg gesagt einmal. Wie könnte also ein anderes oder ein zukünftiges Smart Home, ein zukünftiges Haus ausschauen? Das ist charakterisiert natürlich durch erhöhte Automatisierung, erhöhten Grad an Automatisierung, multimodale Interaktion über Gesten, über Sprache und über konventionelle Eingabemethoden, generell charakterisiert durch Smartness. Sie kennen möglicherweise die Entwicklungen Smart TV. Fernseherhersteller, renommierte, haben sich in einem Konsortium zusammengeschlossen, um Smart-Funktionalitäten, Internetverbindungen etc. über Fernseherplattformen anzubieten. Universal PMP ist hier ein Thema und DLNA, Digital Living Network Alliance, wo es darum geht, digitale Inhalte im Rahmen des Haushaltes miteinander zu verknüpfen. Also alles sehr gut und schön. Die Frage ist nur, was hat das mit Human-Computer-Interaction zu tun? Diese Funktionen scheinen ja, ich habe es ja auch vorgeführt, geglückt mehr oder weniger, dass diese Dinge ja State of the Art sind. Ich möchte deshalb mit einem relativ einfachen Beispiel illustrieren, wo die Problematiken sind, mit welchen Problemen wir es zu tun haben. Ein noch allseits bekannter Herr, Entschuldigung, namens George W. Bush, seines Zeichens US-Präsident, hat 1990 gesagt: Ich habe eine Vision für die Nation und das Ziel ist ein einfaches. Jeder Amerikaner sollte in der Lage dazu sein, seine Uhr am Videorekorder zu stellen. Videorekorder, das klassische Negativbeispiel im Zusammenhang mit Usability und User Experience. Donald Norvin, HCI-Guru,
sagte daraufhin 2010, er ist gescheitert. Also offenbar auch so einfache Funktionen im Smart Home, Videorekorder, die Uhr zu stellen dort, sind nicht so trivial, dass man sie sogenannten naiven Usern, End-Usern zumuten kann. Ich habe eben, wie gesagt, an dem Beispiel vorgeführt, was ein Smart Home, das dem Stand der Technik entspricht, so ausmacht. Ich möchte Sie jetzt nicht mit Details langweilen, aber Sie können sich vorstellen, dass da sehr viel dahinter ist, sehr viel Technologie, Hardwareinstallation, entsprechende Softwarekonfiguration, Zugriff über 3G-Netz, der hier live erfolgte. Und wenn ich nur darauf hinweisen kann, das ist, wäre uns auch bald passiert hier im Vorfeld, wie oft es passiert, dass im Rahmen solcher Vorträge man einen Bluescreen hat, weil sich Geräte, die miteinander in einem Raum sind, nicht miteinander vertragen und kommunizieren, ist es, denke ich, nachvollziehbar, mit welchen Problemen man es hier auf der Ebene zu tun hat. Die Frage ist, warum sollten wir uns überhaupt um die Thematik Smart Home kümmern? Wir könnten uns ja eigentlich auch als naive User, vielleicht jetzt nicht hier in diesem Publikum, aber generell der Technologie im Haushalt verweigern. Nun ist es so, dass es verschiedene Entwicklungen gibt auf gesellschaftlicher Ebene, zum Beispiel der demografische Wandel, Bevölkerungsüberalterung, wo Technologie als Unterstützung von Unabhängigkeit im Leben älterer Menschen stark thematisiert und stark propagiert wird. Ältere Menschen sind im Standardfall, würde ich mal sagen, nicht so weit technologieversiert im Durchschnitt, dass sie mit solchen komplexen Dingen umgehen können. Ein anderer Aspekt in diesem Zusammenhang, es gibt eine Zunahme von Self-Services, Stichwort E-Government, E-Banking, Online-Shopping etc. Sehr viele Dinge werden schon von den Endkonsumenten selbst realisiert und dadurch kommen diejenigen auch in Berührung mit Computersystemen auf verschiedenen Ebenen. Schließlich ist es so, dass Computer nicht mehr nur in herkömmlicher Form uns begegnen, wie als Laptops, als Desktop-Computer, sondern im Rahmen von Embedded Devices, die wir im Haushalt haben, Waschmaschinen, Fernseher, alles Mögliche, hat bereits entsprechende Technologie integriert. Das soweit zum Abriss des Themas. Die Frage ist nun, was unterscheidet ein Wise Home, ein Haus, einen Haushalt, der Weisheit irgendwie vermittelt, von einem Smart Home? Ich möchte das an einem Beispiel heranziehen. Ein Wise Home ist so, wie eine Mutter zu ihrem Kind. Sie unterstützt es dort, wenn notwendig, verhindert aber nicht, dass das Kind lernen kann, dass es eigene Erfahrungen machen kann, dass es eigene Fehler machen kann, aber auch eigene Erfolgserlebnisse. Wenn das Kind aber in Gefahr ist, wird die Mutter entsprechend eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Aktuelle Smart Homes, eben in diesem Segment der Consumer of the Shelf, Systeme, die man eben zu kaufen bekommt, arbeiten nicht in diese Richtung. Sie sind langwierig und aufwendig vorzuprogrammieren und agieren in einem relativ strikten und unflexiblen Art und Weise. Also Sie kennen möglicherweise, ich werde da noch darauf zurückkommen, sogenannte Szenarien, wo beschrieben wird, stellen Sie sich vor, zu Hause, Sie stehen auf, die Heizung im Bad wird eingeschaltet und 5 Minuten später fließt der Kaffee von der Kaffeemaschine in der Küche. Wenn Sie jetzt länger als 5 Minuten brauchen in die Küche, ist der Kaffee kalt, weil die dahinter sich verbergenden Regeln zu strikt sind. Sie sind nicht adaptiv zu sich ändernden Gegebenheiten, zu sich ändernden Bedürfnissen. Sei es, dass es zum Beispiel schneit, was wir ja im letzten Winter sehr oft gesehen haben, und dass Sie da zum Beispiel länger in die Arbeit brauchen würden als sonst. Das heißt, Sie sollten früher aufstehen und früher wegfahren. Kann ein Standard-Smart-Home heutzutage nicht. Und so weiter. Das
Wise Home wird oder sollte sich davon unterscheiden. Das ist noch eine Gegenüberstellung, wo ich bereits einige Dinge vorweggenommen habe, also strikt regelbasiert und fixiert im Vergleich zu adaptiv. Eine eingeschränkte Technologie, es gibt auf diesem Sektor sehr viele proprietäre Systeme, die miteinander nicht kompatibel und interoperabel sind. Ein starker Fokus auf Technologie im Gegensatz zu einem multidisziplinären Ansatz. Und was auch ein Thema ist, die Evaluierung solcher Systeme erfolgt bisher hauptsächlich in künstlichen bzw. nicht vergleichbaren Umgebungen. So dass eine Forschergruppe hat es so bezeichnet, die entsprechenden Tests, die durchgeführt sind, sind ein One-Night-Stand im Vergleich zu einer langfristigen Beziehung, die man auch mit einem Haus aufbaut. Ich möchte jetzt kurz einen Überblick über den interessierenden Forschungsbereich geben und die einzelnen Segmente dieses Bereichs. Ich habe es teilweise schon vorweggenommen. Ein wesentlicher Bereich ist Alterung, Altern bzw. Gesundheit, Wohlbefinden. Ein anderer Bereich, der jetzt eher die jüngere Generation betrifft, ist die Erhöhung des Komforts, die Möglichkeit der Fernsteuerung. Ein weiterer Bereich ist Sicherheit. Diese Sicherheit ist anders gemeint als das, was der Kollege Rass vorgestellt hat, natürlich. Da geht es um Sicherheit für Leib und Leben, beziehungsweise Sicherheit von Hab und Gut. Auch hier können Smart Home bzw. Wise Home Systeme in der Zukunft entsprechende Dinge machen. Schließlich Energieeffizienz, Umweltaspekte können auch auf Basis eines Smart Home Systems, eines Wise Home Systems irgendwie festgemacht werden. Kurz ein Überblick, was so die Charakteristiken dieser einzelnen Bereiche sind, gefolgt dann von den Beiträgen, die wir in diesem Rahmen geleistet haben. Also die Herausforderungen des demografischen Wandels werden Sie ja von mir hier nicht das erste Mal hören. Da gibt es intensive Forschungen in vielen Bereichen und in vielen Projekten. Ich habe mich auf einen bestimmten Aspekt fokussiert und möchte diesen hier illustrieren oder die Bedeutung dieses Aspekts hier illustrieren. Es ist bereits angesprochen worden, dass viel der bisherigen Forschung in Forschungslabors unter künstlichen Umgebungen basiert ist. In diesen Umgebungen sind auch die Charakteristika der Ausstattung, zum Beispiel Internetverbindung, die dort zur Verfügung steht, Glasfaseranbindung, Stabilität des Stromnetzes, die Möglichkeit des Zugriffs auf entsprechend qualifiziertes Personal. Nicht vergleichbar mit einem typischen Haushalt, zum Beispiel eines älteren Menschen. Und weil wir uns hier eben im ländlichen Bereich auch befinden in Kärnten und die Einwohner des ländlichen Bereiches eine nicht unwesentliche Rolle in der Bevölkerungsstruktur spielen, war das für mich ein interessantes Thema. Also 80% der Fläche der EU-27 Staaten sind ländliche Gebiete. Dort wohnen 25% der Bevölkerung. Das entspricht in etwa 125 Millionen Personen. Also keine kleine Gruppe. In diesem spezifischen Kontext ist Forschung unterrepräsentiert. Und wenn man das Ganze noch einmal aus einer anderen Perspektive sieht, Dinge, die in solchen Umgebungen funktionieren, funktionieren wahrscheinlich dann auch in anderen besser ausgestatteten Gebieten. Also einen möglichst geringen Level an technischen Anforderungen anzusetzen, scheint zumindest in diesem Zusammenhang vernünftig. Was gibt es zum Bereich Komfort zu sagen? Etwa 70% der Zeit verbringen wir in unserem Zuhause. Das heißt, es ist naturgemäß der Wunsch und das Bedürfnis,
das dortige, die dortige Zeit so komfortabel und angenehm als möglich zu gestalten. Damit einhergehend mit diesem Komfort schätzen wir sehr die Möglichkeit, nicht mehr in irgendwelche Kaufhäuser hetzen zu müssen, Samstagvormittag, sondern auch online Dinge zu bestellen, online Behördenwege erledigen zu können. Diese generelle Tendenz führt ja auch dazu, dass immer stärker Programmierungsaufgaben auf die End-User übertragen werden. Programmierung deshalb unter Anführungszeichen, weil es ist keine echte Programmierung ist, sondern nur in die Richtung geht. Spreadsheets sind ja eine Mischung zwischen Anwendung und Programmierung oder auch Dinge wie Konfiguration. Wenn ich einen Fernseher bekomme oder sonstige Geräte, ich muss eine Art von Konfiguration durchführen. Das hat verschiedene Gründe. Unterm Strich ist es so, dass Ende 2012, Schätzungen zufolge, 90 Millionen Menschen mit Programmierung zu tun haben. Abgezogen ungefähr ein Drittel davon als professionelle Programmierer bleibt eine sehr hohe Anzahl an End-Users, an naiven End-Users übrig. Aber ich komme zu dem Statement oben. Unser Ziel im Haus ist es, das Leben uns so angenehm als möglich zu machen. Und Debidov hat es dahingehend präzisiert, dass er gesagt hat, Menschen wollen nicht Geräte kontrollieren, sie wollen durch Technologie eine bessere Kontrolle, ein besseres Management ihres Lebens haben. Das führt dazu, dass natürlich die Usability und User Experience in dem Zusammenhang ein wesentliches Thema ist. Der weitere Punkt, Sicherheit im Sinne von Sicherheit für Leib und Leben und Hab und Gut. Es zeigt sich, dass auch im Zusammenhang mit der Bevölkerungsüberalterung natürlich, aber auch durch geänderte Lebensläufe es so ist, dass ein großer Teil der Unfälle im Haushalt passieren. Hier eine Kombination Haushalt und Freizeit, aber ein sehr hoher Prozentsatz der Verletzungen, der Unfälle passiert im Haushalt. Verschiedene Dinge. Das zeigt die hintere Tabelle, ich entschuldige mich dafür, dass die Labels nicht sichtbar sind zum Beispiel sowas wie Feuer, Rauch, Elektrounfälle. Auch diese kann man mit Smart Home Technologie, wenn die intelligent eingesetzt wird, entsprechend diesen Dingen kann man entsprechend begegnen. Energie, Umwelt ist auch ein Thema, wenngleich ich dazu sagen muss, nur als flankierende Maßnahme zu anderen. Also es wäre nicht seriös zu sagen, kaufen Sie sich ein Smart-Home-System und Sie sparen wesentlich mehr Energie als alles andere. Thermische Sanierung und sonstige Dinge sind natürlich ein wesentlicher Punkt. Aber die thermische Sanierung schützt mich nicht davor, meine Standby-Geräte zu vergessen und dadurch unnötige Energie zu verschwenden, was sich immerhin so im Bereich von 10% Energie unnütz vergeudete Energie bewegt. Nur als eines der Beispiele. Damit bin ich schon im Bereich, was ist unser Beitrag zu diesen Forschungsbereichen. Bevor ich auf die einzelnen Bereiche eingehe, muss ich eine Grundvoraussetzung oder eine Vorarbeit sozusagen thematisieren. Ich habe ja erwähnt, der Markt für diese Smart-Home-Systeme ist sehr zerpflückt. Es gibt proprietäre Systeme von verschiedenen Herstellern, die miteinander nicht kompatibel sind. Es gibt sogar Hersteller, die 3 oder 4 Systeme auf dem Markt haben, die funkbasiert sind, die auf demselben Funkband kommunizieren, aber untereinander nicht kompatibel sind. Also die Problematik ist, Man müsste sich als Kunde für ein bestimmtes System eines Herstellers entscheiden, das natürlich nicht immer die optimale Funktionsvielfalt dessen hat, was ich mir wünsche. Das heißt, bevor wir überhaupt in diese Forschung eintreten konnten, mussten wir uns überlegen, auf welcher Plattform bauen wir das auf. Und das besteht aus im Wesentlichen 4 Teilen. Diese Plattform,
Diese Dinge macht man natürlich nicht allein. Es gibt hier unten eine schon nennenswerte Anzahl an Studierenden, an Mitarbeiterinnen, die hier entsprechend gute Beiträge geleistet haben. Also zunächst einmal, um Geräte verschiedener Hersteller gemeinsam nutzen zu können, weil sie zum Beispiel unterschiedliche Funktionen haben, ist es notwendig, eine Hardware zu abstrahieren mit einem Abstraktionslayer in einer OSGI-basierten Architektur. Das ist ein System oder eine Architektur, die im Smart-Home-Bereich relativ weit verbreitet ist. Diese mussten wir uns einmal zurechtlegen. Des Weiteren entsprechende auch Möglichkeiten, die Dinge zu testen. Also ein sogenanntes Living Lab, um Dinge im Vorfeld zu testen, bevor man sie auf echte Userinnen loslässt, war auch notwendig. Die Möglichkeit, Daten zu analysieren. Also wir haben im Rahmen des letzten Projekts, das ich dann gleich auf der nächsten Folie vorstellen möchte, innerhalb von 2 Jahren echte Daten gesammelt in der Größenordnung von 2,5 Millionen Datensätzen. Die bedürfen einer entsprechenden Verwaltung und auch einer Möglichkeit, live auf 20 Haushalten über ganz Kärnten verteilt zuzugreifen und zu schauen, wie ist der dortige Status. Auch das bedurfte einer gewissen Infrastruktur. Und schließlich Household 37, Household 37, ein echtes Haus, dieses, was ich Ihnen gezeigt habe im Vorfeld, mit den Rollos, mit den Fernbedienten, das ausgestattet ist mit ca. 60 Sensoren und Aktoren und entsprechender Infrastruktur, um auch Realweltbedingungen simulieren zu können, beziehungsweise Realdaten erheben zu können, unter dem Thema Multi-User-Szenarios. Viele Smart-Home-Systeme, die es derzeit gibt, können auf unterschiedliche User nicht reagieren. Auch wenn das in verschiedenen Werbebroschüren drinnen steht, stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und Musik nach Ihrem Geschmack wird eingespielt. Das funktioniert nur im High-End-Bereich, aber nicht in dem Segment, von dem ich heute spreche. Das soweit zu den Basisarbeiten, die notwendig waren, um überhaupt Forschung in diesem Bereich betreiben zu können. Was ist der Beitrag zum Thema Altern, technikunterstütztes Altern bzw. Wohlbefinden? Das Projekt Casa Vecchia, auf Italienisch altes Haus, hat eben überlegt oder verfolgt die Zielsetzung, welche Dinge sind notwendig, um es älteren Menschen zu ermöglichen, in der gewohnten Lebensumgebung ein unabhängiges Leben zu führen. Und zwar im Kontext der ländlichen Gebiete, des ländlichen Raums. Wir haben 20 Haushalte über das gesamte Landesgebiet von Kärnten. Man sieht leider die entsprechenden Markierungen im Weiß nicht sehr gut. Beispiele dafür sind zum Beispiel dieses Gehöft hier im Lavantal, das folgendermaßen aussieht von außen. Also eine Infrastruktur, bei der man in erster Linie nicht an ein Smart Home denkt, wo wir es aber geschafft haben, entsprechende Infrastruktur zu integrieren, um eben dieses längere unabhängige Leben möglich zu machen. Eine Langzeitfeldstudie mit 20 Haushalten über 3 Jahre hinweg, wo wir eben auch entsprechende Daten gesammelt haben und in weiterer Folge dann analysieren werden. Was sind so die Ergebnisse? Auch relativ kostengünstige Systeme von der Stange können zu einem gewissen Grad unabhängiges Leben auch unter suboptimalen Bedingungen ermöglichen. Suboptimale Bedingungen heißt, in Tälern, wo die Internetinfrastruktur schlecht ist und es regnet, reißt die Internetverbindung ab. Das ist jetzt keine erfundene Geschichte, das ist Realität. Stromnetz ist nicht stabil. Also wenn es Gewitter gibt, fällt der Strom aus. Auf diese suboptimalen Bedingungen, die wir oder andere Forschungsinstitutionen aus ihrer Forschung in Labors wahrscheinlich nicht kennen, mit denen müssen wir umgehen.
Wir sollten aber nicht durch Technik das Leben der Leute zu stark beeinträchtigen. Also die sollten nicht gezwungen sein, sich mit Technik auseinanderzusetzen, sondern die Technik ist in der Umgebung verbaut, ubiquitous computing, und in ihre typischen Lebensabläufe integriert. Die Möglichkeit, aber eventuell bisher noch nicht genutzte Technik zu nutzen, bieten wir Ihnen auch, indem wir, das ist notwendig für eben die Bufferung von Daten vor Ort, sollte die Internetverbindung abreißen, dass wir, sobald wieder eine Verbindung da ist, die Daten an unsere Server schicken, ist es notwendig, vor Ort eine Art Mini-Server zu haben, in der Gestalt von einem Embedded-PC, der größten Teil der Zeit nicht ausgelastet ist mit den Tätigkeiten, die er durchführen muss, und deshalb die Möglichkeit auch für die Leute, aktiv dieses System zu bedienen, und zwar mit möglichst geringen Barrieren in dieser Bedienung. Also zum Beispiel E-Mail-Funktionalität, indem man per Touchscreen auf einen leeren Zettel tippt und dort direkt mit der Hand oder mit einem Stift Kurznachrichten schreibt und so weiter. Also aktive Möglichkeit auch der Bedienung, aber im Wesentlichen ohne aktive Bedienung die Möglichkeit eines unabhängigen und doch sicheren oder die Möglichkeit der Sicherheit ist gegeben. Ich springe da jetzt nochmal zurück, weil ich das noch zeigen möchte. Die Sicherheit ist in dem Projekt folgendermaßen realisiert, dass Angehörige, die auch im Projekt beteiligt sind, ein Smartphone haben und Daten, die hier in dem Haushalt der älteren Person anfallen, in abstrahierter Form auf ihr Smartphone bekommen. Und Sie sehen, grüner Hintergrund heißt, es ist alles in Ordnung, es gab Aktivitäten in dem Haushalt. Orange bedeutet, es gibt Abweichungen, und rot, es ist irgendwas passiert, ein Rauchmelder hat angeschlagen oder sonstiges in dieser Art und Weise. Was ist zum Thema Komfort oder der Beitrag Komfort beziehungsweise Steuerung von Smart-Home-Systemen? Wir wollten wissen, Steuerung oder Konfiguration im Smart-Home ist nicht trivial. Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Bedarfs, dass End-User immer mehr selbst machen, war die Überlegung, ist es überhaupt möglich oder realistisch, dass in Zukunft Endkonsumenten ihre Smart Homes selbst konfigurieren werden, weil aus verschiedenen Gründen, aus Kostengründen, aus Effizienzgründen, irgendwo am Land einen Experten hinzubestellen, der einem das konfiguriert und im Notfall auch entsprechend repariert, ist einfach teuer. Die Überlegung war, gibt es die Möglichkeit, diese Aufgaben auch den Leuten selbst zu übertragen. Wir wollten das auf Basis von sogenannten Szenarien, die man auch kennt aus Smart-Home-Broschüren, aber auch aus der Literatur, entsprechend evaluieren. Die Studie ist ein zweistufiger Prozess. Wir haben zuerst mal die Leute gefragt mit konventionellen Methoden, Card-Sorting. Überlegen Sie, gibt es in Ihrem Tagesablauf Rituale, irgendwelche Abläufe, die systematisch und regelmäßig vorkommen, und haben ihnen da Kärtchen gegeben, nicht nur elektrische Geräte, sondern auch andere Gegenstände, die im Zusammenhang mit diesen typischen Aktivitäten, mit diesen Abläufen eine Rolle spielen. Und wir haben festgestellt, ja, es scheint Rituale und regelmäßige Aktivitäten zu geben, also die Szenarien machen Sinn, und zwar speziell am Morgen. Also der Morgen ist bei den meisten in dieser Studie, waren von Studierenden über Berufstätige bis zu Pensionisten drinnen. Also in allen diesen Lebenslagen machen diese Szenarien und diese Rituale Sinn und passieren regelmäßig. Auf Basis dieser Erkenntnis haben wir dann einen digitalen Prototyp entwickelt, der zwei wesentliche Punkte berücksichtigt. Einerseits
dieser Ansatz ist lobend erwähnt worden von den Personen, dass das sehr klar und sehr intuitiv ist, Card Sorting zu betreiben, irgendwelche Kärtchen einzuordnen. Dieses Feedback haben wir dazu genommen, um zu versuchen, können wir einen Prototyp oder eine Konfigurationsumgebung auf dieser Metapher basierend herstellen. Und ein zweiter Punkt war noch die Überlegung, Tablets, touchbasierte Endgeräte sind ja schon jetzt ein Thema und werden in Zukunft weiter verbreitet sein. Das heißt, direkte Manipulation von Elementen macht auch Sinn. Die Kombination daraus sehen Sie hier im rechten Bereich. Die drei blauen Container repräsentieren Szenarien und die Elemente auf der linken Seite, zum Beispiel Geräte, dienen dazu, ein Szenario abzubilden. Also Beispiel, wenn ich in der Früh aufstehe und die Tür im Schlafzimmer bewege, dann schaltet die Heizung im Bad ein und danach wird dann der Kaffee in der Küche vorbereitet. Diese Art von Szenarien haben wir dann in einem weiteren Test Testpersonen gebeten, für uns nachzubilden. Und zwar nicht nur auf unseren Prototyp, sondern für uns war auch interessant, wie schneidet unser Entwurf im Vergleich zu bereits am Markt existierenden Systemen ab. Ich werde das gleich vergrößern. Hier sehen Sie noch einmal, wie erwähnt, unseren Entwurf, unser Konzept. Auf der linken Seite Elemente, die zu einem Szenario dazugehören, mit einer Time, mit einer Zeitleiste, die man dann entsprechend auch eintragen kann. Die Möglichkeit, auch Räume zu berücksichtigen, weil wenn man zum Beispiel ein Szenario Fernseher abbilden will, so ist es ja so, dass in den meisten Haushalten nicht nur ein Fernseher vorhanden ist. Wie sage ich dem System, es soll der Fernseher im Schlafzimmer sein? Und auch Personen. Wie erwähnt, in manchen Broschüren liest man, wenn Sie nach Hause kommen, dann wird eine entsprechende Musik eingeschaltet. Das muss ja personenbezogen sein, weil in einem Haushalt, wo vier Personen leben, ist es vermutlich so, dass die nicht alle den gleichen Musikgeschmack haben. Das heißt, auch personenspezifische Dinge müssen abgebildet werden. Soweit noch ein paar Detailinformationen zu unserem Entwurf. Jetzt zu dem anderen System, mit dem wir es verglichen haben. Das ist ein System, das im Online-Versandhandel verfügbar ist oder das die Benutzeroberfläche des Systems im Elektronik-Online-Versandhandel. Hier werden Szenarien auf strikten If-Then-Else-Prozeduren aufgebaut. Also hier, wenn morgens die Tür aufgeht im Badezimmer, dann schalte die Heizung im Bad ein und nach einer Verzögerung von etwa 5 Minuten die Kaffeemaschine in der Küche. Anderes Konzept, das von verschiedenen Elektrizitätsanbietern in Deutschland und in Österreich verwendet bzw. vertrieben wird, ist dieses hier, auch basierend auf direkter Manipulation, wo man hier sieht, hier sind die Räume und hier könnte man zum Beispiel Geräte direkt steuern. Licht hat nur 2 Zustände an, aus. Die mit Temperatur repräsentierten Elemente sind Heizungselemente, wo man die Temperatur kontinuierlich nach oben, nach unten regeln kann. In den unteren Leisten eben kann man Szenarien anlegen, in dieser Art und Weise auch, wie ich es Ihnen geschildert habe. Zu den Ergebnissen. Vielleicht zu den quantifizierten, zu den quantitativen Ergebnissen ein Detail. Sie sehen hier Minimum, Maximum. Das betrifft diese Szenarien, die ich erwähnt habe, die Minimalzeit, die die Leute dazu gebraucht haben und die Maximalzeit, die sie für die einzelnen Aufgabenstellungen gebraucht haben. Sie sehen hier bei der Maximalzeit sehr oft den Wert 10 Minuten. Das war für uns das K.O.-Kriterium, wo wir gemeint haben, es ist sehr wahrscheinlich, dass jemand, der ein Szenario programmieren will, das in etwa 3 bis 4 Elemente enthält, nicht länger als 10 Minuten dafür aufwenden will. Das heißt, nach dieser Zeit haben wir abgebrochen.
Was hier auf quantitativer Ebene schon interessant ist, also das EPS-System ist das vom Elektrizitätsprovider, our System unseres und OSS Online Sold System. Es zeigt sich, dass unser System, das ein Prototyp darstellt, einen initialen digitalen Prototyp, nicht wesentlich schlechter abgeschnitten hat als die Dinge, die schon tausendfach verkauft worden sind. Also zumindest von der Grundidee, von der Basisidee her, sind wir nicht komplett falsch gelegen. Das Ganze bedarf natürlich noch weiterer Analysen. Auf qualitativer Ebene, welche Unterschiede gibt es? Subjektive Einschätzung der Testpersonen auf Basis eines standardisierten Fragebogens namens User Experience Questionnaire. Die sind gefragt worden, wie attraktiv finden Sie die Systeme im Vergleich, wie klar, Perspicuity ist Klarheit, wie gut sehen Sie die Abhängigkeiten abgebildet, wie stimulierend, wie angenehm in der Nutzung ist das System und wie sehen Sie den Innovationsgrad der einzelnen Systeme. Die schraffierten Flächen repräsentieren unser System und man sieht deutlich im Bereich von Abläufen von Effizienz und so weiter, da schneidet es im Vergleich zu diesem strikten System, if then else, eher schlechter ab. Im Zusammenhang mit Innovationscharakter bzw. Stimulierung in der Nutzung schneidet es im Vergleich zu den anderen beiden deutlich besser ab. Interessant dabei, ich muss das aus Zeitgründen relativ kurz machen, ist, dass dieses andere System, was auf den ersten Blick sehr intuitiv und sehr interessant im Design her ausschaut, in der Bedienung relativ schlecht im Vergleich abschneidet. Also in den meisten relevanten Punkten schlechter als unser System bzw. als das online verkaufte System. Was ist unser Beitrag zum Thema Sicherheit? Generell kann natürlich ein Smart Home System bestimmte Dinge automatisch machen. Beispiel, wenn es feststellt, irgendwo tritt Rauch auf, kann es potenziell gefährliche Geräte automatisch abschalten, wie den Herd, Bügeleisen und so weiter. Das ist nicht sehr besonders in der Funktionalität, das gibt es auch bisher schon, wo wir weiter geforscht haben, gemeinsam mit Unterstützung vom Kollegen Alexander Felfernick von der TU Graz. Welche Möglichkeit hat man, die Leute stärker einzubinden in diese Prozesse? Ich nenne ein Beispiel aus einem Smart Home Projekt, Universität Texas in Arlington, MAF Home. Hier hat das System die Bewohnerinnen eines Studentenheims mehr oder weniger overruled. Die waren offensichtlich brave Studierende und haben jeden Tag um 22 Uhr das Licht abgedreht. Als sie einmal Gäste hatten und länger aufbleiben wollten, hat das System das automatisch gemacht und sie hatten nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwie zu intervenieren. Was ist die Quintessenz oder der Ansatz, die Möglichkeit in diese Richtung? Auf Basis eines Dialoges oder auf Basis einer Empfehlung die Leute mit einzubinden. Natürlich, wenn Feuer ausbricht, sollte ich nicht lange mit einem Dialog fragen, soll ich jetzt die Geräte ausschalten oder soll ich die Feuerwehr rufen? Aber in anderen Zusammenhängen macht es durchaus Sinn, nicht den Benutzer zu überstimmen, sondern in Dialog mit ihm oder ihr zu treten. Auf Basis der Daten, die ich angesprochen habe, 2 Millionen Datensätze, die können auch im Zusammenhang mit der Verbesserung eines Smart Homes herangezogen werden. Zum Beispiel, wenn man analysiert, was sind die Tagesabläufe. Hier zeigt sich zum Beispiel, ich möchte hier auch nicht ins Detail gehen, dass an bestimmten Tagen die Aktivität am Morgen wesentlich geringer ist als sonst. Holiday, Fragezeichen, ist berechtigte Frage, weil es waren Feiertage. Das heißt, es ändert sich hier das Aktivitätsmuster. Änderungen bzw. Abweichungen im Aktivitätsmuster könnten zum Beispiel auch dafür genutzt werden, festzustellen,
gibt es Zeiten, an denen eigentlich die Personen nicht zu Hause sind, weil sie in der Arbeit sind, und es gibt trotzdem Aktivität dort im Haushalt. Ein Einbruch vielleicht, oder es gibt eine Aktivität, dass jemand nicht durch die Haupttüre das Haus betritt, sondern durch die Balkontüre und dann nicht in die Küche oder ins Vorzimmer geht, sondern gleich in das Wohnzimmer, wo er den Tresor vermutet. Also auf Basis dieser Dinge kann man entsprechende Data Mining durchführen und so implizit auch diese Smart Home etwas intelligenter machen. Schließlich der letzte Beitrag, die Überlegung, welche Dinge kann man im Zusammenhang mit Energieeffizienz ermöglichen. Vorweg gesagt, so wie bei den Dingen, die ich vorher erwähnt habe, Interaktion, verbesserte Interaktionsmöglichkeit. Wenn ich den Leuten zeige, diese und jene Dinge sind eingeschaltet im Haushalt und die brennen oder gehen möglicherweise unnotwendig, Stichwort Standby-Verbrauch, also diese Darstellung, diese Möglichkeit der Information, des Feedbacks, sind ein wesentlicher Punkt, den ein Smart Home mit entsprechenden Interfaces bereits leisten kann. Der Kollege Fercher hat zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben, ein Feedback auf einer etwas anderen Ebene mit einer anderen Art der Visualisierung zu geben. Hier steht in diesem Bild, das ich Ihnen vorher als Interface-Konzept gezeigt habe, eine Blumenvase. Und je nachdem, wie viel ich Energie verbrauche, sind die Blumen eher im besseren Zustand oder im schlechteren. Das kann man jetzt metaphorisch sehen. Umweltschädigendes Verhalten führt dazu, dass Pflanzen sterben. Und wenn ich weniger Energie verbrauche, dann wächst die Pflanze und gedeiht die Pflanze besser. Also implizites Feedback und nicht mehr so, wie es heutzutage in der Vorzeit sozusagen der Smart Meters der Fall ist, dass man einmal im Jahr vielleicht in seinen Zählerschrank sieht und dann feststellt, ich habe zu viel Energie verbraucht. Unmittelbares Feedback, aber auch die Möglichkeit der Intervention auf Basis von Daten, die man sammelt, Lösungen anzubieten, Vorschläge anzubieten. Auch hier wieder ein kleines Beispiel mit Recommender-Technologie, dass ich auf Basis weniger Fragen den Leuten das Angebot mache, besteht überhaupt Energiesparpotenzial in Ihrem Haushalt auf Basis von Smart-Home-Systemen und rechnet sich das auf dieser Ebene oder gibt es andere Möglichkeiten, das in dieser Art und Weise zu machen. Damit bin ich quasi schon am Ende beziehungsweise bei der Zusammenfassung. Ich habe versucht, Ihnen in meiner Präsentation Möglichkeiten aufzuzeigen, die es im Zusammenhang mit Human-Computer-Interaction gibt, Smart Homes in dem Segment, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass sich diese Technologie weiter verbreiten wird, aufzuzeigen und zu zeigen, in welche Richtung es gehen könnte. Wichtig ist ein interdisziplinärer Ansatz auf Basis von Systemen, das ist auf technischer Ebene notwendig, von Systemen, die miteinander kompatibel sind, die miteinander verbunden werden können. Davon sind wir noch relativ weit entfernt im Haushalt. Eine Basisplattform ist in dem Zusammenhang entwickelt worden und eben im Vergleich oder im Unterschied zu anderen Projekten, die es so gibt, wir arbeiten bereits unter Realweltbedingungen für die Zeit von circa 2, 2,5 Jahren und können in Echtzeit Daten sammeln, Daten abfragen und in Echtzeit auch reagieren in solchen Umgebungen wie alten Bauernhöfen. Also ein 400 Jahre alter Bauernhof ist das eine Extrem und ein Niedrigenergiehaus, das sehr viel an Smartness bereits integriert hat, aber Smart Home Funktionalität, wie wir sie brauchen, noch nicht. Also wir mussten hier zu einem bereits auf einer gewissen Ebene smarten System ein zusätzliches dazu tun,
was auch nicht so einfach war. Wichtig ist, dass in dem Zusammenhang auch entsprechende Realweltstudien durchgeführt werden, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie interagieren Leute mit einem smarten System. Punktuell als Usability-Tests in einem Labor oder so, wie es auch manchmal gemacht wird, dass eben eine Gruppe von Personen für eine gewisse Zeit, eine Woche oder so, in ein Smart-Home-Test-Labor einzieht und dort diese Dinge bedient, die können mit einem realen Leben, das über Jahreszeiten und über verschiedene Konstellationen hinweg sich permanent ändert, wahrscheinlich nicht verglichen werden. In dem Zusammenhang, als Beispiel, was in Kooperation eben mit dem Institut für Psychologie auch wir herausgefunden haben, dass es sehr starke, auch in der kleinen Stichprobe, die wir haben, sehr starke Geschlechtsunterschiede gibt im Zugang mit Technologie. Speziell Frauen sind eher zurückhaltend diesbezüglich, was aber ein wichtiger Faktor ist, weil im Zusammenhang mit Bevölkerungsüberalterung werden Frauen diejenige Gruppe sein, die mit dieser Technologie hauptsächlich zu tun haben werden. Was charakterisiert also zusammenfassend ein Wise Home? Multimodale Interaktion, die mit dem, was bereits bestehend ist, ideal kommuniziert bzw. interagiert. Also in den von uns ausgestatteten Haushalten sind alle Geräte vom 20-jährigen Herd bis zum 30-jährigen Lichtschalter nach wie vor vorhanden und können trotzdem im Smart-System integriert sein. Die Möglichkeit, dauernd auch automatisierte Prozesse unterbrechen zu können, so wie den Tempomat in einem Auto, der mir gewisse automatisierte Aufgaben abnimmt, aber ich doch noch immer die Kontrolle haben möchte. Die Interoperabilität, Lernen auf Basis von täglicher Aktivität, von Aktivitätsmustern und die Möglichkeit, dass sich ein System auf geänderte Lebensumstände auch anpassen kann. Also dass ich nicht ein Smart Home brauche, wenn ich älter bin, ein Smart Home, wenn ich Komfort haben will, eines, wenn ich irgendwelche anderen Dinge machen will. Damit wir dem einen Schritt näher kommen, was vermutlich die meisten von Ihnen kennen, wie es Mark Weiser prognostiziert hat im Zusammenhang mit Ubiquitous Computing, dass das Smart Home as refreshing is as a walk in the woods. Gut, damit und mit einer Übersicht an Zitaten möchte ich mich herzlich bedanken.